Ja, da bin ich mal wieder. Er hat jetzt das Metall eingesammelt. Gehe ich jetzt zum Katapult. Dreht das. Ach nee, so. Und schieße jetzt mit 4 den Gegenstand ab. Da wird er gelandet, dann soll ich zum nächsten wechseln. Der sammelt das Scheißding direkt ein. Benutzt dann professionell das Katapult. Wendet es auch professionell und schießt es mit 4 ab. So, und dann soll ich wieder zum nächsten schalten. Der sammelt das Ding ein. Bringt es in die Hütte. Und legt es in der Hütte ab. Denke ich. Ach, scheiße, nein. So, und jetzt baust du. So, und jetzt macht er das automatisch, dass er das Holz hinbringt. Gut. Noch ein Metall, das liegt wieder unten, also 9, wieder zum nächsten Typen. Scheiße, wie mache ich das denn wieder weg? So, denke ich. Nein, Doppelklick. Ja. So, da hat er es ausgewählt. Und dann schießt er das mit 4 ab. Boom. Hat er das abbekommen, der Wichser. Und zu dem wechseln, der nimmt das auf. Und spielt dann hier mit dem Ding wieder rum und macht mit 4 auch, um das abzuschießen. Und dann wieder 9 zum nächsten. Er läuft hin, nimmt's, packt's in seine Hütte rein. Packt's rein. Mit der Hütte ablegen. Und dann den Fahrstuhl bauen. Dann hol das wieder ab. Baut den professionell. Rocky macht das. Oder wie auch immer es. Nein, du Wichser! Hör auf! Oh nein! Steht das noch irgendwo? Wie habe ich es denn eben gemacht? Das ging doch auch irgendwie so. So war's. Häuser gelandet. Hast du es geschafft? Was soll ich machen? Das ging jetzt wieder zu schnell. Also ich sollte doch auf jeden Fall, das komische Ding loslassen, wie auch immer es geht. Mag. Dann, was soll ich da mit dem machen? Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Fäll ich jetzt den aus, der soll von seinem scheiß Ding weggehen und geh zur Hütte. Mal gucken, ob das richtig ist. Ich hoffe ja, ja. Es war mir nämlich jetzt wieder zu schnell. Ich habe es wieder nie mitbekommen. Oder sollte ich was bauen? Ne, ich sollte nichts bauen. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt verstanden.
Dann gehen wir zum nächsten Tutorial, wenn es noch eins gibt. Ja. Und da haben wir wieder eine Aufgabe. Ach, wie soll man das damit steuern? So. Zum großen Sinn. Nehmen eine Lehmkugel auf. Aha. Brücken bauen. Alles klar. Ach, Scheiße. So weit wie nur möglich oben sein, damit die Brücke auch vernünftig funktioniert. Die sieht zwar jetzt ein bisschen schäbig aus. Ich denke, das funktioniert. Ja, es funktioniert noch. Da war da wieder die nächste Brücke. Ich glaube, gleich brauche ich mal eine gerade. Da spring da. Hat er es geschafft? Da ist er gelandet. War das das Ziel? Wenn ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, ich soll mit viel irgendwas machen. Habe ich schon wieder irgendwas viel verstanden? Dann töte ich ihn jetzt. Du wirst sterben, Junge. Du wirst sterben. Ja, ja, du wirst sterben. Ja, genau du. Ja. Ja. Jetzt habt ihr jetzt doch den Ehrgeiz, das nochmal zu versuchen. Nein! Jetzt allerdings wird das funktionieren, habe ich mir überlegt. Er wird nämlich aufsteigen, einen luftigen Bogen fliegen und dann direkt wieder absinken. Und dann wieder aufsteigen und dann wieder absinken. Und wieder aufsteigen und dann wieder absinken. Und dann wieder ankommen. Zack, bumm. Er ist angekommen. So. Jetzt loslassen. Lehmkugel nehmen. Die Spitze gehen. So. Ja, man kann das allerdings auch alles mit der Maus spielen, aber die wollten mir das, glaube ich, jetzt auf andere Weise erklären. Das habe ich mir aber nicht angeguckt, verdammt. Unterschied machen. Hä, ich hab die Flagge. Ach, ich hab die Flagge nicht eben zur Hütte gebracht, so war das. Er ist angeflogen gekommen. Dann macht er noch einen großen Sprung. Macht einen weiten Satz, jetzt komm. So. Nein! Eben hat das doch funktioniert. Na gut. Da sind wir mal wieder startbereit, runterzufliegen.
Hallo und willkommen wieder mal bei Let's Fail. Keine Ahnung mehr, wie das Spiel heißt. Mit der Chili-Musik. Aha. Fliege runter, Baby. Ja, flieg ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Ja, ein bisschen runter. Jetzt ein bisschen runter. Ja. Bitte landen. Wieder die Lehmkugel einsammeln. Wieder zum Vorspiel sammeln. Und wird ein professionell eingebaute Lehmbrücke bauen. Weil Lehm ja auch so gut hält. Da baut er wieder eine Lehmbrücke, der professionelle Bauherr. Wieder nimmt er sich eine Kugel und rennt da wieder professionell hin. Und was macht er wohl? Er baut tatsächlich eine Art Brücke. Also so eine Art Brücke nur. Also die Kunstbrücke baute er. Und holt sich dann eine Flagge. Jo. Rocky macht schon alles richtig. Er läuft hier nach oben. Was soll tatsächlich sein? Monster Jump. Jetzt werde ich aber so weit wie möglich nach vorne gehen. Ich hoffe, das ist so weit wie möglich. Dann wird der nach oben springen und ankommen. Jawohl. Hier Flagge in Hütte ablegen. Jetzt? Ich hab's geschafft! Ja, Mann!